Und damit herzlich willkommen zurück hier in meinem X4-Universum. Ich bin erfolgreich auf dem Paranid-Raumpier der Reich der Dreieinigkeit gelandet. So, und jetzt gehe ich zum Fraktionsrepräsentanten und gucke, unter welchem Namen der quasi firmiert. Weil, wenn da jetzt Heiliger Orden steht, dann kann ich mich, wie gesagt, mit den ganzen Sachen anfreunden, die hier so passieren. Tatsächlich, hier, Heiliger Orden des Pontifex. Aber mal gucken, was bei ihm jetzt drunter steht. Das ist ja das Entscheidende. So, Trommelwirbel. Hallo. Heiliger Orden des Pontifex. Okay. Ehrlicherweise kann ich mich damit jetzt so ein bisschen anfreunden. Das heißt, die existieren tatsächlich noch. Sichere Reise. Oder, ja. Naja, jetzt sind hier die ganzen Sachen. Ja. Okay, also. Dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass das Reich der Dreieinigkeit im Endeffekt quasi die übergeordnete Sache ist. Oder der ist halt einfach nur noch übrig geblieben hier. Aber die gibt es offiziell anscheinend noch. Was erklärt, warum dann noch Schiffe hergestellt werden, aber. Ja. So richtig Sinn macht das trotzdem für mich noch nicht, ehrlich gesagt. Weil die haben ja keine eigenen Stationen, aber vielleicht stellen sie irgendwelche Schiffe einfach her, ich weiß es nicht. Die Frage ist natürlich jetzt auch, das wäre die nächste Sache. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo jetzt mein... Ah, ist wieder zu weit weg. Wo jetzt... Ich will dir nur anfangen. Meister, sende ihnen jetzt die Informationen. So. Der Fraktion heißt dann halt Ugmanktikap. Okay, gut, also. Der wird ja wahrscheinlich dann ganz woanders sitzen. War der nicht in der Sorkosanten-Konklave? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Das werden wir gleich sehen. Ja. Also, da sitzt jetzt der Repräsentant. Das reicht der Dreieinigkeit, okay. Weil momentan sieht es so aus, ob ich jetzt hier fürs Reich der Dreieinigkeit quasi keine Schiffe herstellen kann. Das scheint ja bisher auch nicht passiert zu sein. Ob ich dann die Schiffe kaufen muss, wobei das ja auch nur die der anderen Paraniden sind. Aber vielleicht ist das dann so ein bisschen der... Ich versuche es schnell zu machen. Das Rätsel ist Lösung. Dass wenn ich von dem die Pläne kaufe, dass ich dann auch RDD-Schiffe quasi... herstellen kann. Das müssen wir mal schauen. Und zwar würde ich das dann machen, bei RDD quasi die Pläne kaufen und dann mal kaufen, ob das, dann mal kaufen und dann mal schauen, ob das denn bei so, ne, warte mal, ich teleportiere jetzt schon mal, wir sind fast bei 150 Millionen. Schauen wir jetzt hier, ne, nicht zu den Teladi, ich will zu den freien Familien. Und dann kann ich hier mal schauen, ob denn bei... Erreiche System, Tarkas Schlucht. Weil den Paraniden-Fraktionsrepräsentanten muss es dann ja wahrscheinlich auch noch geben, wenn es den vom Heiligen Orden noch gibt. Und zwar müsste der ja dann... eigentlich war er hier. Da ist er aber nicht mehr. Oder... den Fraktionsrepräsentanten von dem Heiligen Orden gibt es halt deshalb nur noch. Weil es vielleicht da noch halt irgendwo doch Eigentum gibt, wobei das glaube ich nicht.
vielleicht höchstens irgendwo noch ein Schiff oder sowas, dass der erst despawnt, wenn zum Beispiel das letzte Schiff vernichtet worden ist. Ich weiß es nicht. Wobei, hier ist ja auch kein Symbol mehr zu sehen. Aber er sitzt halt noch da. Also ich vermute mal, ich werde mal die Nexus nahen, ja. PGS-Piratenbasis. Hier. Hier war, glaube ich, der andere. Ob der da auch noch irgendwo heimlich sitzt, auch wenn das hier nicht mehr angezeigt wird. So, und hier wird er ja angezeigt. Genau, das ist hier der mit der Krone sozusagen. Ich grüße Sie. So, Blaupausen. Dann jetzt einmal die Klapperschlange, die wir jetzt brauchen. Zack. Und Ausrüstung, Waffen. Da brauchen wir, glaube ich, noch die Hauptwaffe. Aber ansonsten... Ah, ja, die ganzen... Geschütztürme und so weiter. Verdammt! Split wünschen Ruhm und Ehre. Ich glaube nämlich, wir können jetzt noch nicht die entsprechende Klapperschlange bauen. Schauen wir mal. Größe L. Klapperschlange. Ja. Da fehlen halt noch einige Sachen. Aber wisst ihr was? Da mache ich jetzt mal ganz klassisch den alten Kontoabruf. Das ist, da weiß ich schon gar nicht mehr, wo der... Genau, hier wollte ich eigentlich auch nochmal was einstellen. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Eigentlich dachte ich, hier war irgendwo die Handelsregel. Naja, wurscht. So, hier, Kontoverwaltung, hier war ich richtig. So, jetzt machen wir das. Alle Schätzungen akzeptieren. So. Gut, Habgier ist auch klar. Werft ist die große, das lassen wir auch. So, bestätigen. Dann sind wir jetzt wieder bei 153 Millionen. Jetzt habe ich einfach mal den Überweisungen ein bisschen vorgegriffen. Und jetzt können wir das Ganze hier auch fortführen. Und zwar jetzt können wir, glaube ich, alles kaufen, was hier Ausrüstung und so weiter angeht. Nämlich auch theoretisch jetzt den Kram, aber wichtig ist jetzt erstmal die Ausrüstung. So, Waffen haben wir alles. So, Geschütztürme. Da müssen wir noch das. Schildgeneratoren haben wir alle. Antrieb haben wir alles. Steuerdüsen nehmen wir noch den... Ja, 70 Millionen. Eld Around. Raketen haben wir. Drohnen haben wir sowieso. Ich glaube, den Rest haben wir eh alles, weil das universal ist. Gut, also theoretisch haben wir jetzt von den Ausrüstungen, die die Split haben können, haben wir alles. So, die M-Schiffe haben wir alle. So, XL, ja gut, XL, da werden wir noch ein bisschen dran sparen müssen. Aber ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier die L-Schiffe noch mit von den Split und dann brauchen wir noch die XL, dann sind wir bei den Split eigentlich durch. Also was zumindest die Schiffe angeht. Split wünschen Ruhm und Ehre. So, das heißt, wir können jetzt aber hier die Klapperschlange, die benötigte, bauen. Mit der Konfiguration, so sieht's aus. Einkaufswagen hinzufügen. Es fehlen noch Hüllenteile, 7922. Sollte aber nicht das Problem sein. Also Hüllenteile haben wir hier in der Gegend genügend, eigentlich.
Dann einmal wieder teleportiert auf die Nexus Narnia. Erreiche System 3. Wobei, ich glaube, da hätte ich mich auch direkt hin teleportieren können. Wobei, nehmen Sie das. Ich glaube, 26. Ich glaube. Ah, ich weiß gar nicht. Doch, ab 26 könnte man sich, glaube ich, teleportieren. Egal. Wir gucken jetzt mal, ob wir hier jetzt noch den Fraktionsrepräsentanten der normalen Paraniden, also des Gottesreiches, finden. Wir können mal gucken, was, unter was die firmieren hier. Reich der Dreieinigkeit. Hallo. Reich der Dreieinigkeit, ja. So sollte das eigentlich auch sein. Ja, hier gibt es den nicht mehr. Wie gesagt, macht eigentlich auch Sinn. Ich glaube einfach, das ist einfach noch irgendwie ein Fehler. Weil das Gottesreich ja in der Enzyklopädie auch immer noch angegeben wird als Fraktion. Ah, wartet mal. Ah, nee, doch. Denken Sie daran, dass jede doch. Kreatur, die Sie auf diese Station bringen, an der Leine geführt werden muss. Der hat die. Das freilaufende Haustier wird umgehend vaporisiert. Der hat die Krone noch so, das unten ist Bündnis der Worte. Da muss ich nochmal schauen. Vielleicht hat der. Vielleicht ist der doch woanders mittlerweile. Der Fraktionsrepräsentant des Gottesreiches. Aber es sieht mir jetzt nicht danach aus. Immer noch Bündnis der Worte. Also ich glaube tatsächlich. Gut, dann werde ich jetzt mal gucken, ob es. Ob vielleicht sind das noch alte Warteschlangen, dass da noch Heilige Orden Schiffe gebaut worden sind, wobei ich jetzt ja schon so lange eigentlich. So lange eigentlich schon jetzt das Reich der Dreieinigkeit habe, wenn man überlegt, was ich jetzt hier an Zinser habe schon laufen lassen. Aber wir gucken mal, wenn jetzt weiterhin Heilige Ordendinger gebaut werden. System, profitables Andenken. Ja, aber irgendwie ist das merkwürdig und ja, vermiest mir so ein bisschen den Spaß gerade, auch wenn das ein bisschen komisch klingt, aber ich finde, das macht gerade überhaupt keinen Sinn. Und wahrscheinlich werde ich jetzt auch gar kein Gottesreich-Schiff mehr finden, wo ich dann mal nach dem Fraktionsrepräsentanten fragen kann. Da, schon wieder. Hopp, Jägerstaffel Ares. Das macht einfach keinen Sinn, außer es bringt mir zwar Kohle, aber es macht einfach keinen Sinn. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel auch nicht einen einzigen RDD. Ich sehe aber auch keinen. Wobei. Vielleicht müsste ich mal. Ich habe auch noch nie ein einziges normales Paraniden-Schiff gebaut. Weil ich wahrscheinlich einen einzigen Plan von denen habe. Na, hier Ares und so weiter. Das ist ja alles. So, jetzt setze ich das nochmal. So, kann ich jetzt. Nee, kann ich nicht hin teleportieren. Also müssen wir nochmal die Nexus Narnia dahin schicken. Also, das würde mich jetzt schon interessieren, ehrlich gesagt. Dass ich jetzt mal einfach ein Schiff kaufen würde, was jetzt eigentlich zu dem Gottesreich gehört hat. System, Frau Manebel.
Ich glaube, das bisschen Geld kann ich mir jetzt noch leisten. Und dann mal gucken, ob auch normale Paranien-Schiffe dann gebaut werden. Oder, ja, ob die Pläne, die ich jetzt kaufe, unter RDD dann firmieren. Also das würde mich schon interessieren, weil sonst ergibt das alles für mich keinen Sinn und es ist einfach, sorry, dass ich das mal so sagen muss, einfach schlecht durchdacht von Egosoft. Na, ich meine, ich lobe das Spiel zwar viel, aber hier würde ich dann eiskalt Kritik üben. Außer ich habe irgendwas falsch verstanden. Das kannst du ja auch haben. So, Schiffe. S-Schiffe. So. Die Perseus-Verteidiger, die waren, glaube ich, von dem Heiligen Orden. So, das heißt, die andere Variante müsste dann die von den normalen Paraniden sein. Na, hier zum Beispiel, die Nemesis-Verteidiger ist vom Heiligen Orden. Nemesis-Angreifer ist von dem Gottesreich. So. Gut, die kaufe ich jetzt erstmal noch nicht. Sterne weisen ihnen den Weg. So. Also will ich das Ganze einfach mal wieder beobachten, was jetzt passiert. Denn auch normales Paranidenschiff irgendwie System, profitables Andenken. Jetzt mal gebaut wird. Also wir haben ja gesehen, jetzt sind ja beide Fraktionen quasi die Pläne. Also die Angreifer- und Verteidiger-Variante gab es ja quasi jetzt zweimal. Gut, ich hoffe, die überfallen wen anders und nicht mich. Sonst muss ich die gefallenen Familien einfach mal sperren. Ansonsten kann ich mir vielleicht echt nur erklären, wobei das macht eigentlich auch keinen Sinn, dass die halt zu einem gewissen Sammelpunkt fliegen und dort erst zur RDD werden. Wobei es vorher ja auch so war, dass ja immer klar war, das eine Schiff, die Angreifervariante, gehörte halt zu Ziad, Zwischenprodukte-Händler, Ziad, Gefallener, Balaur, Aspis. Ja, okay, gut, die. Also das war ja klar, ne? Wie gesagt, die Verteidiger-Variante von der Nemesis gehörte zum Heiligen Orden. Und die haben dann natürlich automatisch nicht die Angreifer-Variante gebaut und umgedreht. Ministerium, kann ich jetzt auch erstmal nichts mit anfangen. Ja gut, ich muss dann im Endeffekt das Ganze jetzt mal laufen lassen und dann mal schauen, ja gut, die gefallenen Schiffe werden natürlich relativ schnell zerstört. Da stürzen sich ja alle drauf. Ja gut, muss ich jetzt halt einfach mal beobachten. Hier, da, ach nee, der kommt zum Reparieren wahrscheinlich, oder? Naja, der ist zum Reparieren gekommen. Naja, gut. Geht ja jetzt erstmal in erster Linie jetzt um die Klapperschlange. Und dass ich da dann mal weiterkommen kann.
mit der Mission bei den Rat der Züglerinnen, bei den freien Familien der Split. Jo, die Klapperschlange wird gebaut, sehr schön. Dann haben wir den Missionsschritt auf jeden Fall dann auch schon mal erledigt. Das ist, denke ich mal, für diese Episode, auch wenn sie noch so circa 9 Minuten geht, ein guter Abschluss. Ich bin schon wieder gehackt worden hier, oder? Ja. Ja, hier könnte ich natürlich jetzt auch meine Torpedobomber gebrauchen, ne? Aber wir machen das mal hier mit der Kark-Abfangflotte. Die sollte das hinkriegen. Vielleicht bekomme ich sie ja auch geändert. Weil ich mir gar nicht sicher bin, ob meine. Ob hier überhaupt noch genügend Marines drauf sind. Auch nur noch 11 Rekruten. Nee, die sollen einfach angreifen. Gut, also die Ys haben sie anscheinend schon echt verpulvert. Es kommen erstmal nur noch Cars, aber dafür immer mit ordentlich Geleitschutz. Oh, hier ist aber auch ein riesen Schlachtfeld. Aber auch dort wird es Verluste geben, schätze ich mal. So, gut. Wurscht, auf jeden Fall. Klapperschlange müsste jetzt fertig sein. So sieht's aus. Und dann werden wir sie jetzt auch hier in das Gebiet schicken. Und dann übergeben. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal wieder einen Punkt weiter. Bin gespannt, was danach kommt. Ob sich das so ein bisschen mit der Paraniden-Kampagne ähnelt, weil auch da mussten wir ja dann so eine Flotte liefern. Allerdings mehr aus Nemesis und Ares. Ja gut, das wird jetzt eine Weile dauern, schätze ich.
Naja, das ist der gleiche von eben. Gucken, ob die sich dann direkt in die Flotte stürzen wollen. Aber ich glaube, die haben tatsächlich schon 1, 2, 3, 4, 5. Waren das nicht 6 Zerstörer eigentlich? Oh, er kommt tatsächlich noch weg hier. Kommt tatsächlich noch weg. Wir werden beschossen. Wer ist wir? Naja. Dann gucken wir doch mal, wie sich die Gladios so machen. Also man sieht so ein bisschen, die Tyrannerjäger sind für Faraniden nicht ganz so passend gemacht. Aber gut, sie haben ihre Aufgabe getan. Aber ich glaube, die Sith hat es verlegt, ne? Ja, weil die fehlt nämlich schon. Folgen wir das Ganze noch. Ja, wahrscheinlich wird es ein bisschen Überlänge geben, weil ich will auf jeden Fall in dieser Episode, weil danach beende ich dann auch die Aufnahme, ist ja schon lang genug gezockt heute. Ist erstmal wieder für die nächsten Wochen wieder ordentlich an Material, die ich hochladen kann. Ja, neben den anderen ungesehenen Projekten, die ich dann auch irgendwann mal hochladen werde. Oder dann so überraschend, als ich festgestellt habe, oh, ich habe ja so, doch noch etliche Starfield-Folgen, die ich noch nicht hochgeladen hatte, und ich dachte, ich bin eigentlich durch und muss einfach nur wieder neu spielen und wollte eigentlich den Patch abwarten, aber ich habe tatsächlich noch genügend, also was habt ihr ja eh gesehen, dass jetzt auch wieder Starfield-Folgen kommen, und ja, ich werde es demnächst auch mal wieder weiterspielen, weil wie gesagt, es ist kein schlechtes Spiel, auch wenn vielleicht manche andere irgendwie was anderes erwartet haben, auch wenn ich dann natürlich auch so meine ein oder anderen Problemchen mit hatte. Was gewisse Darstellung angeht. So, einen Sektor noch. Dann Hammers.
Müssen wir auch sagen, die haben ja auch schon ganz schön lange jetzt auf die Separatistenflotte gewartet. Muss man ja mal fairerweise sagen. Wenn ich überlege, wie lange Split Vendetta eigentlich schon ja, raus ist, war ja das erste DLC für X4. Wenn ich mir überlege, dass ich die Kampagne so weit wie es ging dann halt schon weitergemacht hatte. Jo, dann warten wir gleich, bis sich was tut. Sollte ja in dem Moment, wo er in dem Kreis ist, der glaube ich hier irgendwo anfängt, dass wir das gute Stück hier auch mal von außen ansehen. Da haben wir es. Wobei gut, wir wissen ja, wie die Klapperschlange aussah. Wir hatten ja mal auch eine mit Brauns Verschwinden. Die Älteren unter euch werden sich noch erinnern. Meine Flotte unter Führung eines Raptors, ja, die ich in einem ja, schlechten Führungsstil sozusagen verloren habe. Also ganz schlecht gemanagt, das Ganze, was ich eigentlich machen wollte. Aber ja, lernen durch Schmerz oder so ähnlich. Naja, warten wir mal, bis der Funkspruch jetzt gleich kommt, hoffentlich. Wie gesagt, auch wenn wir schon überzogen haben, aber wird er jetzt wohl demnächst kommen und dann werde ich wahrscheinlich eh dann dahin zitiert werden. Das heißt, eigentlich könnte ich die Nexus Nani ja schon mal dahin schicken. Weil garantiert müssen wir da irgendwo was tun. Na, fliegen wir einfach schon mal zum Fraktionsrepräsentanten. Vielleicht müssen wir da hin. Na, jetzt haben wir's. Wir müssen einen Transfer durchführen. Da hast du recht. Übertrage Flotte. Erwarte weitere Anweisungen. Schauen wir mal, was wir jetzt tun müssen. Die Flotte ist auf jeden Fall übergeben. Das war gar so, dass wir sie auch nicht mehr sehen jetzt. Schaffe Raumfliegen, Kaviar. Ja, das dürfte das geringste Problem sein. Dann machen wir jetzt eh dann nochmal einen Abruf. So, zwei Fluxkompensatoren, zwei bestätigte Singularitätsantriebe, Feldmatrix Nummer 30 in der Zeit bekommen. So, Raumfliegen-Eier. Ja, einen hätten wir noch nehmen können, aber naja. Muss ich nur darauf achten, dass ich einen nicht verkaufe. Und dann haben wir hier, dann nehmen wir das jetzt auch mit. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann erstmal für diese Aufnahmesession. Seid gespannt, wie es weitergeht. Ich werde den Raumfliegen-Kaviar auf jeden Fall dann liefern. Und dann schauen wir mal weiter. Auch vor allen Dingen, wie es dann mit meiner Station in Habgier aussieht, meiner Recyclingstation. Oh, da hat es wohl eine Flut zwischendurch schon gegeben, oder? Naja, werden wir ja sehen, wenn es soweit ist. Ja, dann muss ich sowieso beschützt hier und zusehen, dass ich das bekomme. Fliehen, okay. Die fliehen wahrscheinlich, weil da eine Flut sich ankündigt. Ja, wie gesagt, hoffentlich habe ich jetzt nicht... ja, wobei, gut, so viel wie noch gebaut werden muss, kann das auch sein, dass das die Hälfte halt angezeigt wird. Wie auch immer. Nicht, dass mir die Station schon unter den Arsch weggebrannt wird, bevor ich überhaupt hier loslegen kann. Vielleicht hätte ich dann doch schon beschützt hier und...
organisieren müssen. Naja, wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal, habt mal eine schöne Zeit. Ciao, ciao.